Jo, hallo Leute, hier ist aber euer Table Tennis Gamer. Was laber ich denn da? Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Und wir spielen hier wieder in dem komischen Zentrum. Team Magma will ja wirklich den Treibstoff haben. Und ich spreche mal kurz mit den Professoren hier. Die Gauner von Magma haben unser Raumfahrtzentrum im Visier. Aber wir könnten es niemandem erlauben, den Raketenstart zu gefährden. Oh, ein Raketenstart. Spielen wir dann demnächst Pokémon The Moon Edition. Hier sieht alles etwas marode aus. Die Rakete wird in Kürze starten. Alles klar. Und was haben wir hier noch? Ein alter Mann. Ein gigantischer Brocken Metall durchbricht den Himmel und fliegt ins All. Aber Team Magma will meinen Traum vernichten. Ich verstehe das nicht. Team Aqua soll sich um Team Magma kümmern. Aber wenn sie das machen, dann haben wir hinterher ein Problem mit Team Aqua. Was haltet ihr denn davon, wenn die sich beide umeinander kümmern und sozusagen neutralisieren? So wie ein Elektron und ein Positron, ne? Das wäre doch mal eine Idee. Antiteilchen und Teilchen eben, ne? Team Magma darf den Raketentreibstoff nicht in die Finger bekommen. Übrigens, möchtest du diesen Stein haben? Den habe ich am Strand gefunden. Sonnenstein erhalten. Mit dem Sonnenstein kann ich, glaube ich, Blanas weiterentwickeln, oder? TT-Gamer packt. Wenn Team Magma in der Nähe ist, sind Spaziergänge am Strand bestimmt gefährlich. Das könnte ich auch vermuten. Hä, warum steht er denn da jetzt wieder? Lass mich mal durch. Bitte sag unserem Boss, dass ich deinen Posten niemals verlassen habe. Ich habe ihn bis zum bitteren Ende gehalten. Das ist sehr gut, ja. Du bist auch ein ganz schön lustiger Typ da. Ja. Eben konnte ich da hochgehen. Was ist das denn jetzt für Dreck, Leute? Ich konnte doch eben da hochgehen, der war doch da eben nicht. Sagst du Bug? Wie geht das denn? Ja, hallo, lässt mich mal da durch, Kollege. Hallo? Das gibt's doch nicht. Er lässt mich da nicht durch, Leute. Was ist das denn? Er hat mich doch da eben durch... Ich könnte schwören. Ich könnte schwören, dass er mich da eben durchgelassen hat. Soll ich nochmal raus und nochmal reingehen oder was? Er hat mich da 100% hat er mich da eben durchgelassen. Ja, jetzt lässt er mich auch wieder durch. Alles klar. Das war ja... Ach du Scheiße. Dreierkampf? Wehe. Was ist los mit dir? Wir sind drei und trotzdem willst du... Ja. Du bist ein rücksichtsloses Etwas, oder? Okay, ich fange an. Das heißt Einzelkämpfe, ne? Weil hier so ein Dreierdingen... Ja, da wollte gerade sagen. Also Dreierkampf, das hätte mir ja jetzt noch gefehlt. Da wäre ja komplett Ende gewesen für mich. Mit dem Dreierkampf wäre ich wahrscheinlich überhaupt nicht zurechtgekommen. So, wir haben hier aber ein wunderschönes Zubat. Das will mal eine Runde gegen uns kämpfen. Und da sagen wir natürlich nicht nein, ne? Zubat. Und schon ist es tot, Leute. So schnell geht das. Im Übrigen muss ich mich korrigieren. Ich wollte den Meisterball nicht für Rayquaza benutzen, sondern für Latios. Das haben viele von euch geschrieben. Und ich denke mal, das ist dann auch gar nicht so falsch. Sei nicht zu erleichtert. Jetzt komme ich. Alles klar. Ich bin gespannt, was du machst, Team Magma-Mitglied hier. Hast du wieder ein Pfiffchen, ein Magnain oder wie es heißt? Magnain, ja. Ihr habt ja auch alle immer dieselbe Scheiße hier. Ich glaube, Feuer-Odem ist einen kleinen Tick besser gegen Magnain, oder? Ah, nicht ganz so gut, muss man sagen. Aber nun gut, okay, was soll's. Initiative von Libellra sinkt stark. Oh nein! Egal, Magnain, ich werde dich zerstören. Und da ist er weg. Sauber, Leute. Hammer Donner. Oh, der hat aber gut Erfahrung gelassen gerade. Das ist doch mal wirklich eine gute Sache. So, ich wette, du sehnst dich nach einer Pause. Aber die gönne ich dir nicht. Oh mein Gott, das fiese Team Magma-Mitglied gönnt mir keine Pause. Was soll ich nur tun? Das ist ja schrecklich. Oh ja, das ist... Ein Pupans haben wir hier. Ein sehr interessantes Modell, Leute. Und Knirscher. Wollen wir doch mal gucken, ob das gute Pupans mit seinem roten Kreis auf dem Bauch, was auch immer das darstellen soll. Es kann auch sein, dass es die Zeichen von Nazca einfach mal auf dem Bauch kleben hat. Ey, guck mal, wir sind mit Libellra schon Level 48. Irgendjemand von euch sagte, ich bin zu overleveled. Kann gut sein, Leute. Aber ich musste so viel leveln. Ging nicht anders. So, da unten haben wir den Boss. Da oben mit dem brauchen wir gar nicht sprechen. Okay, was ist los? Sprechen wir erst mit dem. Das ist treu, Team Magma. Was wollt ihr mit dem Raketentreibstoff? Da du so wissbegierig bist, werde ich dich aufklären. Wir wollen den Treibstoff über dem Schlotberg abwerfen. Nun,
Wo Grodon weg ist, hat dieser Berg keinen Nutzen mehr für uns. Daher werden wir den Vulkan mit Hilfe des Treibstoffs zum Ausbruch bringen. Das wird wild. Er schreckt zurück. Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. TT-Gamer, du hilfst mir? Dann lass uns als Team kämpfen. Bist du bereit? Alles klar, Troy. Natürlich bin ich bereit, Troy. Und ich wähle... Gardevoir. Und dann ihn. Und dann ihn. Okay. Auf geht's. Teamkampf mit Troy, Leute. Das finde ich wiederum jetzt aber mal geil. Okay. Er wählt... Ah, guck mal, der ist auch recht stark. Auf geht es. Und da haben wir die beiden. Ich habe gerade wahrgemerkt, weil ihr habt mir gesagt, dass diese Xatu oder wie es hieß, nur so gut war wegen Gedankengut. So, und wir kämpfen jetzt gegen die beiden. Magnain wird von Boss und Kamerupt. Alles klar. Ich kann nur Kamerupt Schaden zufügen. Aber Troy ist ja auch noch dabei. Und ich werde nämlich jetzt erstmal eine Runde was ausprobieren. Magnain vermindert Angriff. Okay. Okay, ich erkenne die Sachen. Und ich würde sagen, ich setze jetzt erstmal eine Runde Gedankengut ein. Damit die gleich ordentlich daneben gehen, Leute. Also, ne, damit die gleich ordentlich geschlagen werden. Attacke von Magnain geht daneben. Und hier wird gerade mal eine dicke Metallklaue eingesetzt. Von unserem guten Metang, beziehungsweise vom Metang von Troy. Und er, Spezialverteidigung von Kamerupt, steigt stark und ich setze nochmal Gedanken. Ah, er hat zurückgerufen. Aha. Zweimal Kamerupt. Das ist natürlich, naja, okay. So, und ich will nämlich mal gucken, ob das wirklich gleich voll reinhaut dann. Ich habe keine Ahnung. Aber ihr habt gesagt, bei dem Xatu war das eben so, dass es voll reingehauen hat. Und ich bin nämlich sehr gespannt, wie das jetzt gleich hier reinhauen wird. Ist das ein Konfusion oder ist das ein Verwirrer? Nee, er macht wieder seine Spezialverteidigung, steigt stark, die vom Linken aber nicht. Und jetzt Psychokinese. Hilft das was? Boom. Ich würde mal sagen, ja, aber... Moment. Nee, es war keine sehr effektive Attacke. Okay, das hat ordentlich geholfen, glaube ich. Das ist schon mal nice. Jetzt wollen wir mal gucken. Hier ist wieder sein Magnain. Da kann ich mit meinem Kirlia 8 natürlich nichts machen. Das heißt, ich muss weiter auf Kamerup gehen. Und beide haben von den Gegnern, glaube ich, noch ein Magnain. Reflekt davon hört die Verteidigung. Alles klar. Und Bodycheck gegen ihn. Das ist... Ah, okay, das hat gar nichts gebracht. So, dann kann ich nämlich jetzt gleich hier den zweiten Kamerup mal zerstören. Mit unserem guten Troy. So, zack. Aber so... Oh, nein. Ich habe gedacht, er wäre tot. Ah, seine Spezialverteidigung ist stark gestiegen. Stimmt. Angriff von Gardevoir steigt stark. Dafür bin ich nun verwirrt. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Und das ist natürlich auch eine recht gute Methode, um uns irgendwie ein bisschen zu verwirren. Und das ist ärgerlich. Fast wäre er gestorben. Pumpt sich auf. Das ist gar nicht gut. Ich hoffe, dass er jetzt trifft. Ich hoffe, er trifft. Bitte nicht selbst verletzen. Nein, Leute. Jetzt habe ich mich fast selber zerstört. Aber okay. Hat gar nicht so viel abgezogen. Ich hätte gedacht, es hätte mehr abgezogen. Ach du Scheiße. Initiative von Gardevoir sinkt stark. Hm. Ja, also eigentlich, ja, okay, Kamerupt ist schon mal weg. Eigentlich könnte mich der Magnain ja ganz leicht, oder? Mit Unlichtattacken? Ich weiß gar nicht, ob der Unlichtattacken hat. Er ist ja vom Typ her Unlicht. Aber hat er, deswegen muss er ja nicht zwangsläufig auch Unlichtattacken haben. Und wir haben hier ein Golbat. Ich werde einfach mal versuchen, das Golbat anzugreifen. Er sitzt Biss ein. Ah, okay, das sieht auch nicht viel. Aber Leute, mal ganz im Ernst. Troy allein ist doch schon so stark. Wie bitte wollen die uns kaputt machen? Der Troy würde ja ganz alleine, würde mich ja, ne, würde schon alles kaputt machen. Wie soll ich da bitte verlieren mit Troy an meiner Seite? Ah, es hat sich vor Verwirrung selbst verletzt. Gardevoir ist verwirrt, bitte nicht selbst verletzen. Bitte, bitte. Ja, sauber. Er setzt Psychokinese ein. Und der sollte gesessen haben. Das ist nämlich sehr effektiv, Leute. Nice. Okay. Und er holt noch einen. Der Boss hat noch einmal Magnain. So, dann müssen wir mal gucken. Denn dann muss ich meine jetzt mal hier kurz umswitchen. Meine Pokémon. Machen die denn da? Machen wirkungslos? Nee, wir brauchen ein anderes Pokémon, Kollege. Und zwar Libeldra. Ich glaube, das ist ganz gut gegen das Magnain. Und zack. Naja, Knirscher ist hier nicht so gut. Aus dem Grunde,
da die Attacke vom Typ Unlicht ist und Magnain ja selbst schon vom Typ Unlicht ist. Deswegen ist die Attacke nicht so gut. Deswegen müssen wir hier wieder mit Feuerodem arbeiten. Ich hoffe, das ist aber ganz gut jetzt hier. Ja, jetzt habe ich das Magnain angegriffen, was auch schon ein bisschen angeschlagen war. Ah, jetzt setzen die Grimasse ein. Jetzt bin ich wahrscheinlich auch verwirrt gleich. Oder? Nee. Meine Initiative sinkt nur stark, wenn er den Angriff erhöht. Dann bin ich verwirrt. Boah, bitte. Ey, er verletzt sich nur selber, der Metang. Das ist doch scheiße, Leute. Das ist doch wirklich lächerlich. Ja, die Initiative sinkt jetzt wieder ganz schön stark. Das heißt, wir sollten gleich irgendwie als Sitze angreifen dürfen. Das ist natürlich nicht so toll, ne? Und jetzt verwirrt er mich nämlich. Jetzt hat er mich verwirrt. Ach, Leute, fuck! Scheiße! Das ist so blöd, ne? Sauber, ersetzt endlich Metall. Ja, endlich, der erste ist weg. Boah, das geht mir nämlich so auf den Nerv, dieses verdammte Magnet, Alter. Krieg ich so einen Hals schon wieder, wenn ich das nur sehe. Leute, okay, es bleibt weiter entspannt. Und er sitzt ein X-Butt ein. Ein X-Butt. Kein X-Butt von X, sondern ein X-Butt. Und Libera ist verwirrt, bitte. Nein, es versetzt. Boah, ich könnte mein Controller irgendwo gegen die Wand klatschen gerade. Kann doch nicht sein. Also das ist wirklich, das ist schlimm bei Pokémon, ne? Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Das finde ich mega schlimm. Diese ganze Sache hier sauber. Er hat den Fehl abgezogen. Das ist sehr effektiv natürlich. So muss er da sein. Ey, ich komme gleich. Und hier ist verwirrt. Das ist gar nicht gut. Meine Schwester hier schon wieder. Nein! Boah, greift! Nein! Jetzt habe ich auch noch den Falschen angegriffen. Puh. Okay. Wir haben beide gleich sehr verwundete Pokémon. Ich könnte zwar mit Gardevoir hinterher mit meinem Donner, mit meiner Donnerattacke noch was ausrichten gegen Magnain, aber ich will mich da nicht auf eine Donnerattacke verlassen. Ich will ihn jetzt töten. Und. Ah. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Libeldra ist nicht mehr verwirrt und es setzt Feuerodem ein. Das ist gut. Denn der wart sogar ordentlich und er ist paralysiert, der Gegner. Ja, endlich kriegt er auch mal eine Statusveränderung ab. Sehr schön. Und jetzt haben wir ihn, Leute. Jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn. Er ist tot. Yay. Bams, Magnain wurde besiegt. Okay, damit wären Magma-Boss Mark und Magma-Vorsitzender Kalle sind besiegt. Ich wollte doch nur die Landmassen vergrößern. Ich stehe auf der Seite vom Boss. Ja, es interessiert mich nicht, auf welcher Seite du stehst. Wir konnten den Vulkan nicht zum Ausbruch bringen. Wir konnten Grodon nicht kontrollieren. Ist unser Plan, die Landmassen zu vergrößern, vielleicht doch falsch? Ja? Wenn wir Team Magma uns geirrt haben, dann liegt Team Aqua mit seinem Plan, das Meer auszuweiten, vielleicht genauso falsch. Gut, wir werden den Treibstoff hier lassen. Es gibt wichtigere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Alles klar. Huh, war das nervenzerreißend. Danke, TT-Gamer. Ich habe etwas, das ich dir als Dankeschön für deine Hilfe geben möchte. Komm mich bitte besuchen. Ach so, ich lebe nicht in Metaross City. Ich lebe hier, auf dieser Insel. Alles klar, dann werden wir den guten Treudor im nächsten Part mal besuchen. Leider muss ich jetzt auch schon Ende machen. Da wir hier noch gerade jetzt... Und ich muss gleich zum Schwimmen. Und ja, meine Schwestern haben eben Geburtstag und... ein bisschen Kuchen essen und so. Und ja, ne? Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns dann morgen im nächsten Part wieder. Euer Table Tennis Gamer. Ciao.